Es rappelt am Briefschlitz, es ist Viertel nach sieben. Wurm alles in der Welt sind meine Latschen geblieben. Und am Kopfkissen nicht und auch nicht im Papierkorb. Dabei könnte ich schwören, die waren gestern noch dort. Also daneben nicht, dann geh ich halt barfuß. Meine Brille ist auch weg, liegt sicher im Abfluss. Der Badewanne wie immer, nun ich sehe auch gut ohne. Und die Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone. So tapp ich zum Briefschlitz durch den Flur und wegsam. Falle über meinen Dackel auf ein Telegramm. Ich lese es im Aufstehen mit verklärter Miene. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Noch 6,5 Stunden, jetzt ist es 7:30. Vor allen Dingen ruhig Blut und mit System und mit Bedacht. Zunächst einmal anziehen, halt, vorher noch waschen. Da finde ich die Pantoffeln in den Schlafanzugtaschen. Das Telefon klingelt, nein, ich schwöre, falsch verbunden. Ich bin ganz bestimmt nicht Alfons Jondraschek. Noch 4,5 Stunden, den Mülleimer raustragen, zum Kaufmann gehen. Kopfkissen neu beziehen und Knopf an Hose nähen. Tischdecke wechseln, ist ja total zerrissen. Hat wahrscheinlich der kriminelle Dackel auf dem Gewissen. Und wahrscheinlich war der das auch an der Gardine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Zum Aufräumen ist keine Zeit, ich stecke alles in die Truhe. Abwaschaschenbecher, Hemden, so jetzt hab ich Ruhe. Halt, da fällt mir ein, ich hatte ihr hier fest versprochen. An dem Tag, an dem sie wiederkommt, wollte ich ihr etwas kochen. Obwohl ich gar nicht kochen kann, ich will es doch für sie versuchen. Ich hab auch keine Ahnung vom Backen und backe ihr trotzdem einen Kuchen. Ein Blick in den Kühlschrank. Drin steht nur mein Wecker. Nochmal runter zum Lebensmittelladen und zum Bäcker. Rein in den Fahrstuhl und Erdgeschoss gedrückt. Der Fahrstuhl bleibt stecken, der Dackel wird verrückt. Nach 3/4 Stunden befreit man mich aus der Kabine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Den Dackel anbinden vom Laden, aber mich lassen sie rein. Ich kaufe irgendwas zu essen und 3 Flaschen Wein. Eine Ente dazu, ich koche Ente mit Apfelsinen. Für den Kuchen eine Backform, eine Handvoll Rosinen. Darf's für 20 Pfennig mehr sein im Stück oder in Scheiben? Ist mir gleich, ich hab das Geld vergessen, würden Sie's bitte anschreiben? Ich pack alles in die Tüte, Vorsicht nicht am Henkel anfassen. Sonst reißen die aus, na ich werd schon aufpassen. Rabatz vor der Tür, der Dackel hat sich losgerissen und aus purem Übermut einen Polizisten gebissen. Da platzt meine Tüte und es rollt die Lawine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Sind Sie der Halter dieses Dackels? Bitte mal Ihre Papiere. Das ist mir besonders peinlich, weil ich Papiere immer verliere. Ich schimpfe, ich weine, ich verhandle und lache. Das kennen wir schon, kommen Sie mit auf die Wache. Um die Zeit müsste die Ente schon seit 10 Minuten braten. Und vielleicht wäre mir der Kuchen ausnahmsweise geraten. Und ich sitze auf der Wache und das ausgerechnet heut. Dabei habe ich mich so unverschämt auf das Wiedersehen gefreut. Vielleicht ist sie schon da und es öffnet ihr keiner. Jetzt ist 4:20, jetzt ist alles im Eimer. Da fällt mein Blick auf den Kalender und da trifft mich der Schlag. Heute ist erst der 12. und Donnerstag.